herzlich willkommen hier auf meinem Kanal OP Club oder Bundeswin. Wir spielen wieder Forza 5 Horizon Hot Wheels mit den Twin Mile, den man bekommen hat für 50 Jahre Hot Wheels. Ein wunderschönes Auto. Also im Hot Wheels Unleashed der Killer schlechthin. Ich habe ein Ziel markiert, wir fahren hin und wie gehabt, wir sehen uns kurz vorm Ziel wieder. Na, weil 6,2 Kilometer ist schon ein bisschen, ist schon eine Strecke auf jeden Fall. Ja, das hier ist ein kleiner Drift King. Okay, wie gesagt, wir sehen uns kurz vom Ziel wieder. Bis gleich. Oh, der rutscht ein bisschen. Okay, wir sind da, wo wir hinwollen. Ich kurz vom Ziel, 400 Meter entfernt. Also ich sag euch ganz ehrlich, der Twin Mile ist hier einfach nur brachiales Monster. Nicht kontrollierbar, nur am Driften. Nur am durchdrehenden Räder. Aber ja, bei Hot Wheels Unleashed ist das geilste Auto, was es gibt, auf jeden Fall. Ja, ich weiß. Okay, wir haben wieder diese super Siegeseinmarsch. Was soll man sagen? Ich darf leider kein Hot Wheels Auto nehmen. Ich muss den nehmen oder den Bronco oder den Peugeot 300, 306, den Rallye Peugeot. Schade, ich hätte gern Hot Wheels Fahrzeug genommen. Naja, dann fahren wir halt mit einem normalen Fahrzeug. Mit einem normalen Forza Fahrzeug. Aber hey, das ist der Halo, die Halo Edition vom Jeep. Sehr geil, sehr geil. Ja, was soll man sagen? Läuft. Ja, wir machen jetzt die Lizenzen bei Hot Wheels, die A-Lizenzen. Es wird jetzt die ganze Woche ein Video kommen, 18:30 Uhr, sorry. Durchgehend leider kein Hot Wheels Unleashed zurzeit und auch kein House Builders. Also selbst wenn wir bei House Builders jetzt fertig sind, selbst wenn wir bei House Builders jetzt fertig wären, dann kommt natürlich keins mehr. Selbst wenn wir jetzt nur noch also Mittel erstmal alles freigeschaltet haben und es dann auf schwer weitergeht, wird erstmal die Woche kein House Builders kommen, vielleicht nächste Woche wieder. Aber dafür kommt die ganze Woche Forza Horizon Hot Wheels, weil wir versuchen jetzt die Lizenzen alle durchzufahren. Also das heißt, heute montags 18.30 Uhr bis Sonntag 18.30 Uhr, jeden Tag Hot Wheels. Oh scheiße, das war dumm. Ich wollte gerade abbiegen, glaubt ihr das? Okay, jetzt verstehe ich, warum ich kein Hot Wheels Fahrzeug nehmen durfte, weil ich habe da nur den Home Crasher und der ist nicht für A, sondern nur für B. Bone Smasher, nicht Crasher. Oh, ist ja gut, ganz ruhig. Ja, das schaffen wir doch. Mein Gott, wir sind Dritter, das ist nicht so schön. Aber wir haben noch 80%. Ja, das schaffen wir, glaube ich. Versuchen wir ein bisschen Gas zu geben. Aber geil. Und scheiße, es ist immer wieder... Boah, Alter, beim Jump werden wir ausgebremst. Was soll denn das? Bei der Landung werden wir radikal ausgebremst. Ist das realistisch? Ey, ich weiß es nicht. Ich bin noch nie mit dem Auto gesprungen. Aber ja, es ist cool. Ich feiere es total. Ich feiere die Hot Wheels Strecken. Ich feiere auch Hot Wheels Unleashed. Es sind richtig geile Games. Und wie schon immer gesagt in den Videos, die geilste Fusion. Auf jeden Fall die geilste Verbindung. Ey, Alter, wir sind beide scheiß gesprungen. Alle drei wurden ausgebremst, aber ich bin der, der nicht mehr drankommt. Sind die beiden Autos so viel schneller, der Halo und der, keine Ahnung, was das andere Fahrzeug ist. Okay, wir versuchen natürlich wieder auf Risk zu fahren, also so spät wie möglich in diesen roten Kurven abzubremsen. Ich krieg die beiden nicht mehr. Und sorry, wenn die VPS schon wieder runter ist beim OPS, wirklich nur beim OPS. Ich verstehe immer noch nicht, warum mein OPS meistens mal die VPS oder wie auch immer. Bei der Aufnahme runter. Oh, scheiße, ich lande. Und schon wieder. Warum werde ich ausgebremst? Runterzieht. Ich weiß es nicht. Aber eigentlich müsste er mittendrin wieder klar laufen. Das war bei den letzten Aufnahmen so. Deswegen, es tut mir auch so leid. Jetzt bin ich Vierter. Das gibt's doch nicht. Ich bin der Einzige, der Auswirkungen hat, wenn er so schlecht aufkommt. Und man kann doch nichts verändern beim Aufkommen. Kannst du nicht irgendwie die Flugbahn verändern? Das geht doch gar nicht. Ich krieg sie nicht mehr. Und ja, zu spät runtergebremst, sehr schön. Oh nein, das ist ja keine feste Bande. Oh mein Gott, wie kann man denn von dem Dritten auf den Fünften kommen? Ach Mann, ey, was ist das für ein Dumm? Ey, heute Sonntag nehme ich eine Menge Videos auf. Ich bin auch leicht akku bei den Aufnahmen, weil immer wieder passiert irgendwas, was so scheiße ist. Warzone nur auf die Schnauze bekommen. Wheelam war eine gute Aufnahme, Fortnite King auch noch. Aber ja. Na toll, Vierter, ey, das gibt's doch nicht. Egal. Oh, ich dachte, das wäre schon wieder. Ey, Mensch, warum werde ich denn als ausgebremst? Ich berühre was. Ich bleibe stehen. Mir wird 100% die Geschwindigkeit geklaut. Okay, 80. Ich komme auch nicht mehr ran. Was soll das? Okay, auch wenn es in dem Video nur diese Strecke gibt. Es gibt in dem Video nur diese Strecke. Wir fahren es nochmal, weil ich glaube, man muss das auch gewinnen, um weiterzukommen. Ich weiß es nicht. Wenn das über Hot Wheels Unleashed ist, ist es so. Komm mal, warum, ey, hier sind zwei, drei Fahrzeuge, die gleichen wie ich.
ich gebe Vollgas, genau wie die anderen. Warum sind die vor mir? Wieso können die Hot Wheels? Was soll das? Nicht Hot Wheels, Forza, sorry. Okay, wenn wir jetzt nicht Erster werden, war es das mit der Strecke, weil... Ja, ich habe keine Ahnung. Ja, wie gesagt, ich bin ein bisschen aggro bei den Aufnahmen heute. Es tut mir auch sehr leid. Also, sei denn, es gefällt euch, dann schreibt es in die Kommentare, lasst ein Like da, aktiviert die Glocke, helft mir, mehr als 200 Abonnenten zu kriegen. Obwohl ich sagen muss, das ist schon steil, wenn man bedenkt, dass ich dieses Jahr mit 50 Abonnenten gestartet bin in dieses Jahr rein und mir eigentlich nur gewünscht habe, 100 zu schaffen, hatte ich. Dann habe ich mir gewünscht, 150 zu schaffen, habe ich dank euch. Dann war das nächste Ziel bis Ende des Jahres 200. Jo, die haben wir auch erreicht, ne? Und es ist erst der August, also... Geile Sache, wir haben noch 4 Monate. Warum bremst das mein Auto so aus? Ja, vielleicht die anderen auch, aber ich merke es radikal. Ja, die anderen kommen aber wieder in Geschwindigkeit. Ich krieg die nicht. Ich war doch eben besser. Egal, sorry, es gibt nur 2 Runden, also 2 Rennen mit derselben Strecke und ich werde überholt. Ich verstehe es nicht. Und die VPS-Aufnahme ist sau im Keller. Alter, ich fasse es nicht. Egal, ich freue mich über meine 200 Abonnenten und natürlich werde ich mich noch mehr freuen, wenn wir noch größer werden. Und deswegen bitte schaltet ein, schaut die Videos, aktiviert die Glocke. Ich kann mich gerade beim Fahren nicht konzentrieren. Ich weiß, wenn ich jetzt ein drittes Mal die Runde machen würde, also ein zweites Mal neu starte, dass er sagt, komm, wir schrauben die Schwierigkeit runter, damit du eine Chance hast. Nee, danke. Ey, Sechster, ich war vorhin Dritter auf der Ecke hier. Ich mache doch gar nichts anders. Ich mache wirklich nichts anders und bin so schlecht. Wieso bin ich beim zweiten Mal schlechter als beim ersten Mal? Ich mache nichts anders. Im Gegenteil, hier bin ich sogar gerade besser als vorhin. Kurvenmäßig, ne? Hä? Sorry, das ist mit jetzt das schlechteste Forza Hot Wheels Video, was ich aufgenommen habe. Es tut mir leid, Lizenz A. Ich fahre auch nicht mit Hot Wheels Fahrzeugen, sondern mit meinen, weil ich kein Hot Wheels Fahrzeug habe, Lizenz A. Ich werde hier bei jeder Scheiße 100% ausgebremst, die anderen nicht. Verstehe ich nicht. Geht in meinen kleinen Kopf nicht rein. Naja, ich hoffe, das Video gefällt euch trotzdem. Wie gesagt, wenn es euch gefällt, dass ich mich aufrege, dann feiert das bitte. Ja, ich bin leider so. Ich bin leider so, aber ich versuche mal freundlich zu sein. Also nicht freundlich, sondern mich nicht aufzuregen. Was ja auch viel gesünder ist, aber es klappt nicht immer. Ja, schon wieder scheiße geworden. Ey, das gibt's doch nicht, Mann. In der zweiten Runde noch schlechter als in der ersten. Ey, das war's. Aber zeitlich komplett schneller, hä? Natürlich zeitlich komplett schneller. Sordele. Wir haben mal Schnellreise gemacht, sind am nächsten Ort. Eine Strecke fahren wir noch. Hoffentlich können wir hier mal gewinnen. Es sind immer wieder die gleichen Strecken. Immer nur 100% Strecken, hä? Selbst bei Hot Wheels gibt's... Runden rennen, aber ist okay. Wir starten einfach mal. Okay, wir haben ein super. Wir sind wieder hier. Wir haben ein neues Fahrzeug gekauft und ich hoffe, damit komme ich besser klar. Es gibt kein Hot Wheels Geländefahrzeug, was man nehmen kann. Es ist aber eines von den Fahrzeugen, die auch empfohlen sind. Ist leider nicht getuned wie der Jeep, aber ich hoffe, hiermit habe ich bessere Chancen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, vielleicht hatte jetzt mein Jeep auch bessere Bewertung in A. Ich weiß es nicht. Es kann auch voll in die Hose gehen. Ich weiß es nicht. Wir sehen es gleich. Letzte Runde für dieses Video. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Das Design hat mir jetzt sehr gut gefallen. Monster Energy, bla bla bla. Und es sieht natürlich so aus wie... Und es sieht leicht aus wie ein Hot Wheels Fahrzeug. Einfach knallbunt. Egal, Vollgas geben und los geht's. Ja, wieder ein Streckenrennen. Wieder... Ja, neues Auto erhalten. Ich weiß nicht, ob das Fahrzeug gut ist, ob es schnell ist. Es lenkt schon mal ein bisschen komisch. Kann auch sein, dass mein Jeep besser war. Was ist das denn? Warum bremst denn der Boy vor uns? Yo, keine Ahnung. Egal, ja, wir fahren immer nur 100% Rennen, also eine Strecke, finde ich auch gut. Ja, sag mal, er verhält sich gerade gar nicht mal so schlecht geschwindigkeitsmäßig, er driftet auch schön, ja. Dass er ein bisschen schwankend fährt, das habe ich mir schon gedacht. Aber der hat mir jetzt auch gefallen, den wollte ich eigentlich schon haben jetzt. Und das ist auch den, den ich mir leisten konnte, 500.000 CR, ne? ja. Oh nein, ich habe Scheiße gebaut. Ich habe gar nicht drauf geachtet, wo ich hinfahre. Der scheint aber für das Gelände sehr gut zu sein. Also komischerweise bin ich bis jetzt sehr gut dabei, was ich nicht verstehe. Vielleicht versuche ich mit dem die andere Strecke mal zu fahren dann. Aber ich bin doch die Strecke gefahren hier, oder nicht? Aber die wurde als neu angezeigt. Hä? Das kenne ich doch irgendwoher. Sind wir hier nicht eben gefahren? Aber das war neu. Keine Ahnung. Aber hey, der schlägt sich sehr gut dafür, dass er nicht getuned ist. Ich war voll nicht Erster. Finde ich gut.
Doch, das ist doch dieselbe Strecke. Willst du mich verarschen? Aber warum fahre ich jetzt zum dritten Mal dieselbe Strecke? Ich habe eine neue ausgewählt, die neu angezeigt hat. Oder ist das selbst... Hä? Ist das die gleiche Strecke? Schreibt ihr das mal bitte in die Kommentare. Bin ich jetzt geistig zurück? Ich bin ein bisschen müde, ich bin ein bisschen Akku am Sonntag Aufnahme, aber... Das ist doch die... Ich habe doch eine neue Strecke ausgewählt. Ich bin nicht dieselbe gefahren. Habe ich jetzt gedacht. Naja, sagen wir so, wir schaffen jetzt die Strecke als Erster. Das ist auch ganz witzig. Hoffe ich zumindest. Also hat es wenigstens sich gelohnt, ein neues Auto zu kaufen, wenn jetzt... Ich wollte die Strecke nicht nochmal fahren. Naja, ich habe Schnellreise gemacht. Vielleicht hat er das falsche Ziel ausgewählt bei Schnellreise. Egal, dann haben sie mir jetzt dreimal dieselbe Strecke gefahren. Das tut mir extrem leid. Aber so wie es aussieht, könnten wir sie diesmal schaffen. Nur weil ich ein neues Auto gekauft habe, finde ich gut. Finde ich ja echt gut. Warum nicht? Dann haben wir wenigstens das Richtige gemacht. Nein! Ich schwöre, du hast... Ich habe die Scheiße nicht berührt. Und dann... Das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht normal. Dann überholt mich jeder, als ob jeder mehr Schwung hat, als ich nicht der Einzige bin, der die Scheiße baut. Ich habe die Scheiße nicht berührt. Ich wäre 2 Zentimeter vor dem Canyon dran vorbeigefahren. Ach komm schon. Das macht keinen Spaß. Oh Mann. Ey, und Scheiße, es macht jetzt keinen Spaß mehr. Das ist das dritte Mal, dass ich die Strecke fahre, wo ich es gar nicht fahren wollte. Dann kaufe ich ein neues Auto, weil ich einfach mal besser sein wollte. Und dann kriege ich sowieso nur auf die Schnauze. Wieso bin ich Vierter, wenn ich nur einen vor mir habe? Okay, es tut mir wirklich leid, dass wir die Strecke dreimal gefahren sind. Ich dachte, ich habe eine neue ausgewählt, weil das stand wirklich neu. Aber irgendwie nicht. Ich kapiere es nicht. Naja, der Wagen hat sich gut geschlagen. Man könnte damit Erster werden. Ich muss auch natürlich nochmal probieren. Ja, wir unterbrechen das Video. Wir sehen uns morgen wieder 18.30 Uhr zum neuen Video. Denn ich wünsche euch einen schönen Tag, einen guten Morgen und noch besser Abend, denn ich bin hier mit raus. Peace.